Hallo liebe Freunde, in diesem Video werde ich das Thema Festplattenverschlüsselung mit BitLocker behandeln. Dieses Material hilft Daten nicht nur auf der Festplatte, sondern auf Wechselmedien mit Standard-Windows-Tools zu schützen. Nur Benutzer der Ultimate- und Enterprise-Version von Windows Vista oder 7 oder Pro und Enterprise können BitLocker verwenden, wenn es sich um Windows 8 oder 10 handelt. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbindung mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Das Wesentliche des Verschlüsselungsprozesses ist die Verwendung eines speziellen Algorithmus zum Konvertieren von Daten in ein spezielles Format, das nur vom Eigentümer gelesen werden kann. So aktiviert man die BitLocker-Laufwerkverschlüsselung. Gehen Sie zur Systemsteuerung BitLocker-Laufwerkverschlüsselung. Sie können ein Laufwerk oder ein BitLocker-Laufwerk auch verschlüsseln, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk im Ordner dieser Computer klicken und BitLocker aktivieren auswählen. Wenn diese Option nicht in der Liste der Funktionen enthalten ist, verwenden Sie eine nicht unterstützte Version des Betriebssystems. In dem sich öffnenden Fenster, dem BitLocker Drive Encryption Menü, werden alle nicht entfernbaren und auswechselbaren Laufwerke angezeigt, die an den PC angeschlossen sind. Zum Aktivieren stehen zwei Arten der Verschlüsselung zur Verfügung. Für eine logische Partition ermöglicht das Verschlüsselung aller integrierten, nicht entfernbaren Laufwerke sowohl des Systems als auch nicht. Wenn Sie den Computer einschalten, startet der Bootloader Windows im Abschnitt System serviert und bietet eine Entsperrmethode an, zum Beispiel ein Kennwort. Danach entschlüsselt BitLocker das Laufwerk und startet Windows. Der Entschlüsselungsprozess findet im laufenden Betrieb statt und Sie arbeiten mit dem System auf die gleiche Weise wie vor der Aktivierung der Verschlüsselung. Sie können auch andere Laufwerke auf Ihrem Computer verschlüsseln, nicht nur das Betriebssystemlaufwerk. Das Kennwort für den Zugriff muss beim ersten Zugriff auf ein solches Laufwerk eingegangen werden. Der zweite Typ ist die Verschlüsselung von Wechseldatenträgern oder externen Geräten. Externe Speichergeräte wie USB-Sticks und externe Festplatten können mit BitLocker to go verschlüsselt werden. Sie werden aufgefordert, ein Kennwort zum Entsperren einzugeben, wenn das Laufwerk an den Computer angeschlossen ist. Benutzer, die kein Kennwort haben, können nicht auf Dateien auf der Festplatte zugreifen. Schalten Sie BitLocker für das Laufwerk ein. Aktivieren Sie BitLocker. Im folgenden Fenster müssen Sie die Methode zum Entsperren des Laufwerks auswählen. Es stehen zwei Optionen zur Verfügung. Verwenden Sie ein Kennwort oder ein Smartcard, um das Laufwerk zu entsperren. Smartcards zum Entsperren von Computern werden in großen Unternehmen häufiger verwendet. Dazu benennen Sie die Smartcard selbst und ein Gerät zum Lesen. Nachdem ich ein Häkchen neben die Kennwort-Einstellungsfunktion gesetzt habe, werden die Felder zur Eingabe aktiv. Geben Sie das Passwort zweimal ein und klicken Sie auf Weiter. Beachten Sie, dass das Passwort mindestens 8 Zeichen lang sein muss. Der nächste Aktivierungspunkt von BitLocker ist die Installation und Aktivierung des Wiederherstellungsschlüssels, falls das Hauptkennwort verloren geht. Vor dem Verschlüsseln Ihres Laufwerks erhalten Sie von BitLocker einen Wiederherstellungsschlüssel. Dieser Schlüssel entsperrt die verschlüsselte Festplatte, falls Ihr Kennwort verloren geht oder wenn das Kennwort mehrmals falsch eingegeben wurde oder aus einem anderen Grund, wenn kein Kennwort vorhanden ist oder vom System nicht akzeptiert wird. Sie können den Schlüssel in einer Datei speichern, ausdrucken, mit wichtigen Dokumenten speichern oder Ihr Microsoft Online-Konto hochladen. Wenn Sie den Wiederherstellungsschlüssel in Ihrem Microsoft-Konto speichern, können Sie später unter OneDrive Live.com
Recovery Key draufzugreifen. Der Link ist in der Beschreibung. Stellen Sie sicher, dass dieser Schlüssel sicher gespeichert ist. Wenn jemand Zugriff auf drauf erhält, kann er das Laufwerk entschlüsseln und Zugriff auf Ihre Dateien erhalten. Es ist sinnvoll, mehrere Kopien dieses Schlüssels an verschiedenen Orten zu speichern. Wenn Sie keinen Schlüssel haben und etwas mit Ihrer Hauptentsperrungsmethode passiert, gehen Sie Ihre verschlüsselten Dateien für immer verloren. Wählen Sie in Datei speichern. Aus Gründen der Übersichtlichkeit speichere ich den Wiederherstellungsschlüssel auf dem Desktop. Aber ich empfehle euch nicht, dies zu tun. Speichern. Wir können die Verfügbarkeit sofort am Lagerort überprüfen. Hier ist unsere Schlüsseldatei. Der Wiederherstellungsschlüssel besteht aus 48 Zeichen. Das ist er. Nach der Aktivierung verschlüsselt BitLocker neue Dateien automatisch, wenn sie hinzugefügt oder geändert werden. Sie können jedoch auswählen, was mit Dateien geschehen soll, die sich bereits auf Ihren Festplatten befinden. Sie können nur den aktuell belegten Speicherplatz oder die gesamte Festplatte verschlüsseln. Die Verschlüsselung der gesamten Festplatte dauert länger, schützt jedoch vor der Möglichkeit, den Inhalt gelöschter Dateien wiederherzustellen. Wenn Sie BitLocker auf einem neuen Computer einrichten, verschlüsseln Sie nur den verwendeten Speicherplatz, dies ist schneller. Ich wähle ganze Festplatte verschlüsseln aus. Weiter. In Windows 10 wurde ab Build 15.11 ein neuer Laufwerksschlüsselung S-Modus XDC-AS eingeführt. Dieser Modus bietet zusätzliche Integritätsunterstützung, ist jedoch nicht mit früheren Windows-Versionen kompatibel. In Windows 7, 8 und früher Builds von 10 wird dieses Element nicht verwendet. Weiter. Starten Sie die Verschlüsselung. Danach wird der Laufwerksverschlüsselungsprozess gestartet. Sie können einen Computer verwenden, während das Laufwerk verschlüsselt ist, der Vorgang wird jedoch langsamer. Das BitLocker-Symbol wird in der Taskleiste angezeigt. Klicken Sie drauf, um den Fortschritt zu sehen. Nach dem Ende der Festplattenverschlüsselung verfügt eine geschützte BitLocker-Festplatte im Windows Explorer über ein spezielles Symbol. Wenn Sie versuchen, auf die Festplatte und Ihre Dateien zuzugreifen, müssen Sie ein Kennwort angeben, um sie zu entsperren. Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie den Wiederherstellungsschlüssel im selben Fenster eingeben. Wenn Sie das Kontrollkästchen auf diesem PC automatisch entsperren aktivieren, wird die verschlüsselte Festplatte automatisch entsperrt, wenn eine Verbindung zu diesem Computer hergestellt wird. Dies gilt jedoch mehr für Wechselmail. Nach der Entsperrung der Festplatten stehen alle drauf befindlichen Dateien zur Verwendung zur Verfügung. Das Laufwerk wird erst nach dem Ausschalten oder Neustarten des Computers gesperrt. Das BitLocker-Verwaltungsmenü für das verschlüsselte Laufwerk wird ebenfalls verfügbar. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf das verschlüsselte Laufwerk und wählen Sie BitLocker verwalten, um zur Systemsteuerung zu gelangen. Hier können Sie den Wiederherstellungsschlüssel archivieren, eine weitere Kopie erstellen, das Kennwort ändern, das Kennwort löschen, eine Smartcard hinzufügen, die automatische Entsperrung aktivieren oder BitLocker deaktivieren. Beachten Sie, dass Sie nicht mehr auf die Daten eines solchen Laufwerks zugreifen können, wenn Sie das Kennwort für das verschlüsselte Laufwerk vergessen und der Wiederherstellungsschlüssel verloren geht. Daher muss der Wiederherstellungsschlüssel an einem sicheren Ort aufbewahrt werden. Um eine solche Festplatte in Zukunft verwenden zu können, kann sie formatiert werden. Nach dem Formatieren zerstören Sie alle Dateien auf der Festplatte, erhalten jedoch Zugriff drauf und können sie erneut verwenden.
Dateien, die versehentlich gelöscht wurden oder Daten, die durch die Formatierung eines mit BitLocker verschlüsselten Laufwerks verloren gingen, können mit Hilfe von Hidden Partition Recovery wiederhergestellt werden. Bevor Sie jedoch mit dem Scannen einer Festplatte beginnen, müssen Sie diese entsperren. Ohne ein Kennwort zum Entsperren werden die Daten oder auf der Festplatte verschlüsselt und können nicht wiederhergestellt werden. Doppelklicken Sie dazu im Explorer auf der Festplatte mit der linken Maustaste und geben Sie das Kennwort für den Zugriff ein. Da Windows das Prinzip der Verschlüsselung im laufenden Betrieb verwendet, ist der Wiederherstellungsprozess der gleiche wie auf einer normalen Festplatte. Informationen zur Wiederherstellung von Daten von einer Festplatte oder einem Wechselmedium mit Hilfe von Hidden Partition Recovery finden Sie in Videos, auf die in der Beschreibung verwiesen wird. Wenn es keine Laufwerksdaten verschlüsselt werden müssen, müssen Sie nur BitLocker deaktivieren. Anschließend wird das Laufwerk entschlüsselt. Dafür machen wir folgende Schritte. Gehen Sie zu BitLocker Management, wechseln Sie zum verschlüsselten Laufwerk, wählen Sie BitLocker deaktivieren. Klicken Sie zur Bestätigung erneut auf BitLocker deaktivieren. Entschlüsselung läuft. Festplattenentschlüsselung wurde abgeschlossen. Jetzt wurde das Festplattensymbol auf Standard geändert und die Festplatte kann verwendet werden, ohne dass ein Kennwort oder ein Wiederherstellungsschlüssel eingegangen werden muss. Das ist alles für heute. In den folgenden Videos wird detailliert beschrieben, wie BitLocker konfiguriert wird, was TPMO ist und wie BitLocker auf einem Computer ohne TPM ordnungsgemäß konfiguriert und verwendet wird. Wenn euch dieses Video gefallen hat, Daumen hoch und abonnieren Sie den Kanal. Gerne beantworten wir eure Fragen in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Glück. Tschüss.